Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 165. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken für dein Wort und für die Kraft und die Schönheit, die wir darin finden, dass es uns jeden Morgen nähren kann. Herr, vergib uns, wenn wir unzufrieden gewesen sind in unserem Leben, sei es mit dir, sei es mit den Umständen, sei es, dass wir nicht geglaubt haben, dass du uns wirklich gut führst. Herr, wir möchten heute auf deine Stimme hören und aus deinem Wort leben das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 4. Mose 11. Mose soll 70 Älteste zum Heiligtum bringen, weil Gott ihnen mit Leitungsaufgaben ähm, übertragen möchte. Mose hat gesagt, das Volk ist ihm zu schwer, er kann es nicht mehr tragen. Das Volk hatte sich bitterlich beklagt, dass sie kein Fleisch mehr zu essen haben und Gott verspricht jetzt, dass er ihnen Fleisch zu essen geben wird. Wir lesen in Vers 19, wie er sagt, nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder rauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Gott sagt, ich gebe euch, was ihr wünscht. Aber es wird euch nicht zum Besten dienen, weil ihr mich verworfen habt. Gott ist bereit, uns zu geben, was wir unbedingt haben wollen, aber eigentlich möchte er uns das geben, was das Beste für uns ist. Und es ist niemals gut, wenn wir unserem Fleisch erlauben, unseren fleischlichen Lüsten erlauben, unser Leben zu bestimmen und dann vielleicht sogar unsere Erlösung, wie es hier geschehen ist, in Frage zu stellen. Und Mose sprach: 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin, und du sprichst: Ich will ihnen Fleisch geben geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben? Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird. Oder nicht? Mose, der die zehn Plagen erlebt hat, der gesehen hat, wie Wasser aufrecht fließt und dann wieder die gesamte Armee des Pharao bedeckt hat, der solche Zeichen und Wunder gesehen hat, er kann sich menschlich nicht vorstellen, wie man ein so großes Volk mit so viel Fleisch versorgen kann, dass sie einen ganzen Monat lang danach essen, daran essen. Und doch sagt Gott: Meine Hand ist nicht zu kurz. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch wenn wir als Menschen manchmal denken, also das, wie soll das gehen, dürfen wir wissen, dass wenn Gott es gesagt hat und wenn es sein Wille ist, dann kann er es tun und er wird es tun. Ihr könnt vielleicht in der Bibel noch den einen oder anderen Vers finden, der dieselbe Idee ausdrückt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Da ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn. Er versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Herr. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm. Und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weiß sagten sie, aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen. Denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Schrifthütte, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach, Eldert und Medert weissagen im Lager. Da ergriff Josua, der Sohn nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen. Es hat wohl den Joser irritiert, dass dort Menschen das Wort Gottes predigten außerhalb der eigentlich geplanten Struktur, so wie alles ähm, vorgegeben war. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass es dazu führen könnte, dass die Autorität von Mose nicht mehr respektiert wird. Und vielleicht gibt es auch heute noch so Ängste, wenn nicht alles immer genau so läuft, wie es vielleicht unsere gute und auch von Gott gegebene Struktur, vorgibt und wenn dann vielleicht auch der eine oder andere zusätzlich zur Struktur das Wort Gottes sagt, auch wenn er nicht natürlich immer ein Prophet ist. Und es gibt manchmal die Tendenz, solche scheinbar unabhängigen Bewegungen einzudämmen und zu verbieten. Aber wir lesen, was Mose dazu sagt, in Vers 29. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Mose machte sich keine Sorge, dass seine Autorität in Frage steht, wenn doch jemand anders das Wort Gottes predigt und sagt, auch wenn der gerade nicht zu ihm zum Heiligtum gekommen ist und nicht in der, nach genau dieser, nach dieser Vorgabe gehandelt hat. Mose wünschte sich, dass alle vom Geist Gottes erfüllt sind. Oh, wenn doch alle Geschwister. Unserer Gemeinde, wenn doch alle, die an Gott glauben, befähigt sein würden und befähigt würden, das Wort Gottes in Vollmacht zu reden und überall Menschen sich erheben würden, die Jesus verkündigen, wie er wirklich ist. Hierauf begab sich Mose ins Lager zurück und er und die Ältesten Israels. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager eine Tagereise weit hin hier und eine Tagereise weit dort, um das Lager her etwa zwei Ellen hoch über der Erdoberfläche. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag und sie sammelten die Wachteln. Und wer am wenigsten sammelte, der sammelte zehn Homer und sie breiteten sie weiten aus um das Lager her, als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen. Und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk, und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub. Sie wollten unbedingt Fleisch haben, und Gott hat ihnen gegeben, das Fleisch, das sie haben wollten, und dann haben sie es ohne Verstand und ohne Mäßigkeit verschlungen und sind dann buchstäblich in ihrer eigenen Sünde. Gestorben in ihrer eigenen Unmäßigkeit. Eine Lektion, die Gott uns hier geben möchte, ist, dass wir mäßig sind und uns nicht überessen. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüstende Volk begrub, von den Lustgräbern aber brach das Volk auf nach Harzorot und sie blieben in Herzoroth. Mirjam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Ständig gibt es jetzt plötzlich Probleme. Kaum waren sie aufgebrochen und es waren eigentlich nur noch wenige Tagereisen. Bis zum Land Kanaan, gab es Beschwerden und Probleme und Intrigen, eine nach der anderen. Wenn wir nahe am Ziel sind, dürfen wir erwarten, dass es viele Schwierigkeiten und Probleme auch innerhalb des Volkes Gottes gibt. Und sie sprachen: Redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose, war ein sehr sanftmütiger Mann, ist sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Dieses besondere Zeugnis wird erwähnt in einer Situation, als man ihn herausforderte, als man ihn vielleicht subtil auch der Arroganz bezichtigte. Die Charaktereigenschaften, die wir wirklich haben, zeigen sich, wenn wir angegriffen werden, selbst von unseren besten Freunden, Verwandten, denen uns besonders nahestehenden, dann zeigt sich, wer und wie wir wirklich sind. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und Aaron und zu Miriam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus, da kam der Herr in der Wolkensäule herab und trat an den Eingang der Stiftshütte, und er rief Aaron und Miriam, und die beiden gingen voraus. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn jemand unter euch ein Prophet des Herrn ist, dem will ich mich in einem Gesicht offenbaren. Oder ich will in einem Traum zu ihm reden. Lasst uns miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du Gaben und Fähigkeiten gibst, die sich nicht menschlich kontrollieren lassen. Herr, vergib uns, wenn wir, egal in welcher Position und in welchem Kontext, versucht haben, Menschen zu kontrollieren. Herr, alles, was wir tun wollen, ist Menschen zu dir zu führen, weil wir wissen, dass wenn sie bei dir sind, sie sicher sind und du sie richtig führst. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.